Ja, herzlich willkommen. Ich wollte mit euch wieder mal ein kleines Tutorial machen und ihr habt sicherlich mein anderes Tutorial, was ich gemacht habe für die NetBeans IDE gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, klickt einfach mehr die Daumen hoch, dann mache ich sicherlich noch weitere Videos. Ich will euch jetzt mal eine kurze Übersicht geben, was wir denn hier jetzt so alles machen wollen. Und zwar wollen wir mit Eclipse Java IE, also Java Enterprise Edition, die Klausurplaner-Anwendung programmieren. Und zwar habe ich das hier schon mal vorbereitet. Ich führe das Ganze mal eben aus. Run und Glassfish Server startet und dann sehen wir gleich, was wir am Ende erreichen wollen. So. Das ist sozusagen jetzt eine kleine Anwendung als Beispiel. Ein kleiner Klausurplaner. Das ist ja ganz rudimentär sozusagen, aber ich wollte an dem Beispiel halt auch gleich zeigen, wie die ganze Sache mit Java IE funktioniert. Kann man sich dann zum Beispiel einloggen. Und sich hier die Benutzer anzeigen lassen in der Übersicht. Kann den Benutzer noch mal in so einer normalen View angucken, etc. Dann kann man hier weitere Benutzer erstellen, die den entsprechenden Gruppen hinzufügen. Ja, dann halt Dozenten erstellen, sich die Dozenten auch anzeigen lassen, Lehrveranstaltungen erstellen, die Lehrveranstaltung auch anzeigen lassen. Durch die Gruppen teilen wir auf, dass die Dozenten sozusagen Klausuren erstellen können, aber die Studenten dürfen keine Klausuren erstellen. Wäre zwar schön, aber geht nun mal nicht. Ja, eine Suche nach Klausuren und die entsprechenden Abfragen dazu, beziehungsweise Warnmeldungen noch, wenn wir es noch mit reinkriegen. Und das Ganze halt dann in JSF, Java Server Faces, Templating gemacht. Das habe ich jetzt mal im Layout meiner eigenen Webseite halt den Klausurplaner einfach daran angepasst. Ja, das erstmal so als kleine Vorschau, was am Ende rauskommen soll, dass wir dann halt die einzelnen Module erstellen. Hier noch ein kleines Impressum dazu. Oh, und dann können wir uns hier auch schon ausloggen und das erstmal beenden. Und dann kommen wir zu dem nächsten. Das wäre, was wir alles dafür benötigen. Und zwar brauchen wir unsere IDE, das ist das A und O. Da laden wir uns die Eclipse IDE für Java IE Developers runter. Ich benutze die in der 64-Bit-Version. Da ich jetzt seit kurzem mal auf die 64-Bit umgestiegen bin, um zu gucken, ob da die Macken langsam weg sind. Bis jetzt läuft es ganz gut, weil ich mit einem sogenannten SVN arbeite und dem Subclips-Plugin in meiner IDE, um meine Projekte zu verwalten. Gibt es da eine kleine Besonderheit, das schreibe ich aber unten in die Videobeschreibung noch mit rein. Da muss man sich sozusagen noch eine kleine Java HL-Bibliothek runterladen, aber wie gesagt, genaueres dann unten in der Videobeschreibung einfach nachlesen. Ihr ladet euch halt hier die 64-Bit oder die 32-Bit-Version, wie ihr wünscht, dann runter. Als nächstes braucht ihr noch den Glassfish. Den könnt ihr euch auch aus dem Netz runterladen. Ich benutze hier auch die Version 3.1.2 und die entsprechenden Java-Sachen. Einmal habe ich Java 6 runtergeladen für die Enterprise-Anwendung. Es gibt hier eine Version, eine 7er-Version, eine 7.3. Da ist die Java IE schon mit drinne, das SDK dafür, damit die ganzen Annotations funktionieren etc. Ich habe jetzt einmal die 6er-Variante, die 7er-Variante jeweils in 32 und 64-Bit. Und
Das ist ganz gut so, weil man kann in der IDE von Eclipse, je nachdem, ob man jetzt ein Projekt in 64-Bit programmiert oder in 32-Bit oder in Java 6 oder in Java 7 des SDK jeweils oder des JDK. Also nicht wundern, wenn ich das immer so abwechselnd, das ist eigentlich gleichbedeutend, steht aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung drin. JDK heißt Java Development Kit und umgangssprachlich ist es halt allgemein Software Development Kit. Daher nicht wundern, wenn ich immer so hin und her springe mit SDK und JDK. Ich benutze meistens, glaube ich, SDK. Das ist für mich so das Geläufigste. Als nächstes brauchen wir dann noch den GDBC-Connector für die MySQL-Datenbank. Wenn wir den Connector benutzen, ist logischerweise auch die Konsequenz, dass wir uns natürlich auch eine MySQL-Datenbank runterladen und installieren. Ich arbeite momentan noch mit einer älteren Datenbank MySQL. Also ich glaube, die aktuellste ist jetzt irgendwie bei 5.2, aber das hat einen Grund, weil ich an Projekten arbeite, wo bestimmte Sachen mit der neuen Version noch nicht möglich sind, weil ich ein anderes Framework benutze. Daher benutze ich noch eine ältere Variante. Dann der Connector, den wir schon hatten. Dann habe ich auch die Workbench. Damit kann ich mir sozusagen dann später die R-Modelle angucken und Datenbanken optimieren etc. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein sehr nützliches Tool, wenn man mit MySQL-Datenbanken arbeitet. Dann haben wir noch die MySQL GUI-Tools. Die benutze ich für kleine administrative Aufgaben, Benutzer anlegen, Datenbanksicherung durchführen. Ja, aber da habe ich unten in der Videobeschreibung halt auch noch ein paar kleine Informationen mit reingeschrieben. Ja, das ist, glaube ich, dann erstmal soweit alles, was ich benötige. Sollte mir im Laufe des Tutorials noch Sachen einfallen, sage ich natürlich im Verlauf des Tutorials noch Bescheid. Dann hoffe ich, ihr seid schon gespannt und ladet euch diese ganzen Sachen schon mal runter. Und ich werde mich in der Zeit um die nächsten Schritte für das Tutorial kümmern und hoffentlich bald dann die fertigen Videos hochladen. Bis dann.